So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke, beziehungsweise es ist wieder Zeit für eine weitere Folge Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche. Und ich habe so viele Bilder bekommen dieses Mal, ich hatte fast 300 Bilder, 280. Ich habe das aussortiert, ich habe das nochmal aussortiert, ich habe das nochmal aussortiert. Ich bin jetzt immer noch bei 150 Bildern oder so angelangt, obwohl ich sonst immer versuche, so 100 Stück reinzunehmen. Vieles musste ich weglassen, vieles doppelt und dreifach, ihr werdet das gleich alles sehen. Und weil heute Mittwoch ist, heute Abend natürlich wieder die Raid-Stunde, also die Raid-Mania. In der Raid-Stunde sitzt an jeder Arena immer der aktuelle Fünfer-Boss. Ihr könnt mich wieder einladen und Raidmania Punkte verdienen. Das ist die Raidmania, nicht Raids für Zuschauer. Die werde ich dann morgen mal abhalten mit dem neuen Raid-Boss. Weil am Samstag ich keine mache, aber am Sonntag, und so ist Donnerstag einfach der Samstag jetzt. Das ist jetzt einfach, werdet ihr sehen, wenn ihr da seid, wenn ihr Zeit habt, könnt ihr das machen. Habe auch schon einen Kommentar gesehen, dass einer gesagt hat, Ramses, mach nicht so viele Raids, der kann nicht shiny sein. Ja, ich weiß, aber unabhängig vom Raid-Boss, der gerade drin ist, unabhängig von Shiny oder nicht Shiny, unabhängig vom Nutzen oder Brauchbarkeit, ist die Raid-Mania einfach die Raid-Mania. Das heißt, ich nehme von 18 bis 19 Uhr eure Einladungen an und gebe euch Punkte und raide, egal ob das Pokémon nützlich ist, egal welches Pokémon gerade drin ist im 5er Raid, egal wer das schickt, egal was, das ist das Prinzip der Raidmania. Eine Stunde Raid für Raidmania Punkte. Wenn niemand einlädt oder nur ein einziger Raid in der Stunde passiert, ist mir das auch recht. Da spare ich nämlich Pässe. Ansonsten Raidmania heute Abend ganz normal. Auch wenn der Boss nicht shiny sein kann. Und jetzt kommen wir zu den Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Toxic. Guter Start in den Tag mit einem shiny Krypto-Kind-Wurm. Fanraid Go AMK hinterher geht doch. Auch dasselbe nochmal in grün. Obwohl der erste auch schon grün war. Matze, auch mal nett wild. Nett wild, doch wild nett. Es ist schön, das mal wild zu bekommen. Für 3000 WP, ein wildes Dragoran, haben wir früher gemordet. Heutzutage, ja, sitzen die halt einfach so da. Habt ihr schon mal ein wildes Dragoran gefangen? Schreibt's mal in die Kommentare. iScorp Jens mit einem 100er Marmolit da. Dulli Squad, ein Feini. Das ist genial. Ich wollte unbedingt das 100er vom Deoxys Verteidigungsform haben. Das Shiny finde ich auch richtig genial. Ein 100er Shiny in der Deoxys Verteidigungsform wäre mein absoluter Traum gewesen. Habe ich nicht bekommen. Hab das 100er. Ja, das Shiny 100er. Eigentlich jetzt schon Schocker der Woche. Aber wir haben heute noch andere Sachen für euch. Sieht doch aber verdammt geil aus. Muss ich sagen. Hannes auch 100% Deoxys bekommen hier. Hab ich eingeladen zum Raid hier. Zack. 100er bekommen. Tenial bin ich Glücksfreund geworden. Der Tobi bin ich auch Glücksfreund geworden. Cumulus hat sich das 100er auch gegönnt. Dann Celal. Das ist wieder die Celal Edition. Achtet mal jetzt auf Celal, ne? 100er Makuhita. Kabutops. Ich habe noch nie ein wildes Kabutops gesehen. 100er Glücks Sengo, Shiny Merrill beim Henry Nicky. Da war das Celal schon vorbei, aber das Celal kommt wieder, ne? Julchen, 80 Raids, die Form hat mich fertig gemacht. Danke für deine Streams, Digga Deoxys. Ist ja wie bei mir, ich habe auch ungefähr 80 Raids gebraucht, um den als Shiny zu bekommen. Konstin, Glücksfreund geworden mit mir. Matze, Shiny Smogon, Extreme, 100% Flunkiefer. Sehr genial. Ist ein Raid mit Wetterboost gewesen, so wie es aussieht, weil für 20 ist der Bogen zu weit hinten, müsste Level 25 sein. Jenna, da ist es. Shiny Deoxys in der Initiative-Form. Die Form, die am wenigsten die Leute interessiert hat, wo am wenigsten geradet wurde in den Streams oder einfach die Leute keinen Bock, keine Zeit, kein Geld, kein gar nichts mehr hatten. Heiko mit seinem ersten Shundo. Legendären, Shundo ist die Steigerung, das ist also ein Shundo, 100% Lugia in Scheibe, Ramses, aus Kiribati, wer kennt das denn, das ist doch so ein toller Ort, so, dann der Heiko noch mit dem Shiny Miltang, 1-2-3 Kit mit dem Shiny Corazon im ersten Raid, den er gemacht hat, Pokédex Eintrag und direkt Shiny. Blödes Bild, aber trotzdem Aluhut mit dem Shiny Riolo gebrütet, auch bei Brainy Stendhal hier. Erster Raid, Shiny, Dex-Eintrag von Corazon.
Habt ihr einen Shiny Corazon bekommen? Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn nicht, vielleicht haben wir ja demnächst mal was Hübsches für euch vorbereitet. Jenner hier aus dem Heute-Tab. 100er Incognito, Kulidita, Shiny Girafarik, Matze hier, Krypto, Shiny Teddy Ursa Nummer 3. Jenner hat Level 50 erreicht mit 1402 Raids von Level 49 auf 50, glaube ich. Das müsste schon der Schocker der Woche sein. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der 1402 Raids hatte. Die meisten steigen auf und haben vielleicht 30 Raids gemacht. Und ich frage mich immer, oh mein Gott, wie geht das denn? Da haben die ja nicht mal jeden Tag den freien Pass verbraucht. Aber die Jenner, wir kennen sie, die haut da raus. Die geht übelst ab, gerade wenn es um Raids geht. 1402 ist auf jeden Fall eine Nummer. Heiko hat ein Togepi, ein Shiny Togepi gebrütet, was zeitgleich noch ein 100% Shiny Togepi war, hat es dann auch entwickelt, jetzt so Shiny Togetic. Dann hat er es noch weiterentwickelt, aber das dritte Bild habe ich jetzt nicht mehr hier. Danke Hannes, hier Jenner auch ein Shiny Entei bekommen, aus dem Raid. Brainy hier, endlich, da ist er, Shiny Teddy Ursa, Henry Nicky, Shiny Scaraborn, Boba Mo, das schon, wild, die gab es ja wild. Wild einfach nach einem 100er gesniped und ein Shiny bekommen. Finde ich auf jeden Fall auch mega krass. Ich hätte gerne einen 100er Suicune, egal ob Shiny oder nicht, mir gegönnt. Aber ich habe ja intensiv das Event gespielt, sodass ich nicht in der Weltgeschichte rumreisen konnte. Jenner dann hier beim Aufräumen 100er Funbee gefunden, Boba Mo. Das ist auf jeden Fall auch mega lucky. Warum immer die kleinen Accounts, ne? Hier Glück, der hat 9 Raids gemacht und trotzdem alle bis jetzt in Shiny. Und andere brauchen für eine Form schon 80 Raids. Und er hat bei 9 Raids schon die ersten 3 alle in Shiny bekommen. Aluhut, Shiny Mantax. Mann, hat das gedauert. Kann ich nachvollziehen. Cumulus, Ausbeute, hatte kein Ticket. Ein Felino, hey! Und ein Shiny Lugia mitgenommen. Plus 100% NT. 1-2-3 geht eins seiner Highlights hier. Shiny Incognito. Und dann absolutes Highlight aus der befristeten Forschung. Thomas Rothe mit dem Shiny Capoeira. Das ist das erste und einzige Capoeira, was ich bei uns irgendwo in der Community gesehen habe. Das also auf jeden Fall mega selten auch. Eiskorb Jens, ui, was habe ich denn da Schönes geredet? 100er Psyau, dann gibt es hier bester Fund bei der Yodo-Tour, hat mir so lange gefehlt. 100er Quiegel, WP 32, sieht auch gut aus. Endlich bekommen Henry Nicky, Shiny Charmian, Henry Nicky, endlich ist es da, Shiny Shadrago, Heiko, zweiter kostenloser Pass, 100% Kapuriki bekommen, mit Wetterboost sogar. Finde ich immer noch nicht cool, dieses Pokémon. Ich kann damit wirklich einfach gar nichts anfangen, aber egal, 100er würde ich auch mitnehmen. Dragonite hier, der perfekte Trump, wie er da steht, mit der Frisur, den Händen da auf dem Rücken, sieht doch gut aus. MDV Frost, falls es noch in die Folge reinpasst. 100er Flecknoil, bin ich gestern Abend im Stream mit Meister Fanger aufgestiegen zu Glücksfreunden, also wir sind glücklich geworden. 123 Kid bedankt sich auch für Jenna und Marco. Zweiter Raid von Wuffels, auch direkt Shiny mitgenommen. Bierbenny, Shiny Markus mitgenommen. Bockwurst King, hat sich ja gelohnt, den Raid zu machen. 100% Alola Raichu, was du ja auch nur aus dem Raid bekommst, kannst du nicht snipen oder so. Kenny auf dem falschen Account, 100% Shiny Wuffels. Ah, feste dir an den Kopf, ne? Das müsste auch der Schocker der Woche sein, aber wir haben noch andere Sachen da. Denn jetzt kommen die Selal Edition zurück. Selal Leather King. Wildes Leather King geflüchtet. Hier, Shiny Zickzacks, fertig. 100% Glücksflabbebe. Hier, Shiny Ditto. 100er Hippo Bodders. 100% Linfu. Da musst du so viel Glück haben beim Linfu gerade. Shiny Riolu. 100er Glückslavita. 100er Waumbel, 100er Quapsel, Shiny Traunfugil, 100er Parfi, Shiny Ineko, Shiny Kokowai. Ich habe kein einziges Kokowai mehr reingenommen nach dem Selal, weil Shiny Kokowai, Shiny Kokowai, Shiny Kokowai, Shiny Kokowai, Shiny Kokowai, Shiny Kokowai, Shiny Kokowai. Oh, ein Shiny Habitat. Shiny Kokowai, da ging es genau, der hat so viele Shiny Kokowai gekriegt und hat die alle geschickt und alle gepostet. Deswegen habe ich von keinem anderen mehr dann Shiny Kokowai mit reingenommen. Auch hier, das ging ewig weiter. Er hat andere Fänge gehabt. Danach hat er nochmal ewig weiter Shiny Kokowai gehabt und gepostet zu jeder Tag- und Nachtzeit. Also,
100er Flecknohil, ein Kyoko und ein Kyogurt. Dann ganz selten Katze in der Originalverpackung. Sieht auf jeden Fall gut aus. Dieses Bild habe ich auch schon, glaube ich, zweimal bei Raider Mittwoch mit drin gehabt. Wir nehmen es nochmal mit rein. Taubsi, Shiny Taubsi gefunden. Guck dir das an. Da musste ich an Thomas denken. Was ist so lustig? Nichts. Mein Gehirn. Anton aus Tirol. Und dann ist einfach so. Hui. Viva Rambo. Kennt man doch auch. Statt Lieferando, Viva Rambo. So, sag Stopp. Stopp. Da musste ich an die Bierschanker denken, warum auch immer, aber kennt ihr vielleicht auch. Und jetzt weiter Pokémon, ihr 100er Weberag, Shiny Pandir, 100% erlöstes Ho-Oh, guck dir an, wie das aussieht. Ich glaube, wenn meins ein 100er geworden wäre beim Erlösen, hätte ich es erlöst. Wie meins geworden ist, weiß keiner, weil ich es dann abgeholt habe und die Datei nicht mehr habe. Muss ich mal gucken, wie ich das umsetze, dass ich das trotzdem nochmal zeigen kann. Sieht auf jeden Fall mega stark aus, diese komische, klebrige Universums-Aura. Celal hier, Celal Dragosso, Shiny mitgenommen. Celal hier, Shiny Wuffels aus dem dritten Raid direkt. Wir haben gestern 33 gemacht, noch nichts bekommen. Dritter Raid hier, Celal 100 starrer Lili, Celal mit Mini-Ras. Wer das sieht, nehmt das mit, das ist auf jeden Fall mega selten. Kommt eigentlich aus dem 10-Kilometer-Ei, kann aber auch in der Wildnis gefangen werden. Also gönnt euch den Shiny Yorkleff. Dubby hier, ich glaube, das Vieh begibt sich gleich. Shiny Lugia, Shiny Natu, das ist mal geil. Shiny Markus, Sarina, wieder 200er Unfälle, Tausch war random, die man immer wieder gerne mitnimmt. Und das einzig wahre Must-Have-Shiny, was in keinem Beutel fehlen darf. Also beim Random-Tausch, ein 100% Entei bekommen und 100% Glücks Linfu. Das wird immer krasser. Und Raupi. Raupi, must have, ist am Start. Gossi hier auch. Hat wild ein Shiny Suicune bekommen. Konnte man, wie gesagt, ja alles fangen. Musste man unglaublich viel Glück haben. Suicune eingetütet. Sören, die Kollegin, hatte Glück. Deswegen konnte auch der Dulli Squad die Schocke der Woche sein. Weil wir haben noch 100% Deoxys in Shiny. Vom Kollegen, von der Kollegin vom Sören. Richtig brutal. Dann noch der Rote hier als 100% Glücks. Pokémon, das Tarnbignon, taucht Raubi was für den Minicup. Sören, ich glaube nicht. Durch die Attacken ist, kann der, glaube ich, nix. Sieht aber gut aus. Auf 50 macht er auch eine gute Figur. Mir war auch mal nach Max Out Monday, taucht Raubi was für den Minicup? Immer noch nicht, aber Max Out Monday hier 4479, 100% Glücksknackrack auf Level 50 mit Best Buddy Badge. Erster Raid, Sören auch, Kaburiki 1810 ist also der Wert, merkt euch den gerade für heute Abend, über 18 musst du haben. Dann Black Trains, vielleicht was für Raider Mittwoch, nach 8 Raids hatte ich das 100er Corazon beim Black Trains mitgenommen, aus dem Raid Koselinchen und auch ein paar Sachen geschickt. Das Garados war ja eh garantiert für alle. Ich habe das Shiny Raikou noch mit reingenommen, Shiny Visa und Skorgler, plus Shiny Mantax und Shiny Seemon, plus zwei Shiny Ho-Oh. Dann hier beim Andy Project nimmt man gerne mit ein 100% Shiny Kogowai. Ich habe gesagt, ich nehme keine Kogowai mehr mit rein, aber das doch, weil es ja ein 100er Shiny ist. Vom Andy Project, mal wieder neben dem Schilling hier gestanden, ne? Und auch die Prinzessin, ne? Diesmal durfte die Prinzessin auch mit auf die Liste. Da freut sich bestimmt noch der Alexander Ahringer, also der Schilling Stalker Number One. Den haben wir nämlich dann auch noch. Cheffe, die Shinies, Yodotour und Kogowai spare ich mir. Liebe Grüße. Richtig gute Sache, sonst hätten wir jetzt nochmal 30 Shinies aus der Yodo-Tour, die alle schon 100 Mal gesehen haben, plus 3 Millionen Kokoweiß. Hier finde ich aber cool, Shiny Deoxys, 100er Kindwurm und hier 100er Deoxys in dieser Initiative, in der Speedform. Macht auch einen guten Eindruck. Jena zeigt uns mal das Shiny Kokoweiß von oben, weil wir immer zu nur unten die Füße sehen. Jetzt sehen wir auch mal den Kopf, dass man auch mal weiß, dass das wirklich einen Kopf hat. Jena noch mit dem Shiny Rattan, 100er Carpador. Da steht zwar Hawaii, aber ist getauscht, also nicht gesniped durch einen Tausch. 100 geworden. Hier Alexander Ahringer, ich sag's doch, für Raid am Mittwoch. Daniel Schilling gefunden und noch ein Shiny Deoxys, dank dir Ramon, zweiter Raid Shiny, also der hatte auch Glück im zweiten direkt. Gut, bei mir war es der achte, Alexander Ahringer noch das 100er
durch die Raid Yoru Tour bekommen. Raikou 100%. Endlich Shiny Hutut, immer noch beim Alex, plus endlich Shiny Raupi. Maro FedEx zeigt uns hier seine Shinies von der Johto Tour. Funbee für viele gern gesehen, Girafarig. Dann die drei Babys hier, Togepi, Magpie, Cursilla, auf jeden Fall auch alles sehr nett. Sonst, der Rest ist egal. Die neuen Shinies sind interessant und die Babys, ein schillerndes Exemplar von den ganzen Deoxys-Formen. Lukas ist traurig. Er hat also nur diese Form als Shiny bekommen, die anderen nicht. Dann hat der Dragonite uns gezeigt, ihr könnt das hier jetzt abscannen, dann kommt ihr in den Telegram-Fan-Chat. Richtig genial, oder? Also in die Fangruppe. Scannt das mal ab, hier, bitteschön. So, schnell weg. Ronny, auch 100% Shiny Deoxys mitgenommen. Glückwunsch an der Stelle. Plus dann auch noch ein 100% in der Initiative-Form. Aber nicht Schocker der Woche, wir haben jetzt schon dreimal das 100er Shiny gehabt. Luigi Sarada, hier auch Shiny Suicune mitgenommen, plus ein Level 1er Suicune. Erkläre das irgendjemandem, dass du ein Level 1 Suicune hast. Jeder, der die Yoru-Tour gespielt hat, müsste das verstehen. Wer nicht, denkt sich, verstehe ich nicht, aber kann man ja sagen, gab es bei der Tour. Also alles kein Problem, das ging ab. Auch hier 200er, 100er Capoeira, mega selten. Glück an jeden, der das bekommen hat. 100er Ho-Oh fehlt mir auch noch, möchte ich auch noch haben irgendwann. Luigi plötzlich mit einer guten Freund mit einem guten Freund hier Glücks geworden. Schwupps, 100er da, 100er NT noch getradet. Albert Giant, vielleicht was für den Raid am Mittwoch aus der Aufgabe, bei der man ein wildes Suicune fotografieren soll. 100% Shiny Suicune aus der Aufgabe. Es sind so viele krasse Sachen heute dabei. Und dann kommt Lost Lift und zeigt, dass er schon 5000 Bären gefüttert hat. Sein Ziel ist, 10.000 Bären in die Arena füttern. Okay. 179 Tage, 5000 Bären. Mach mal weiter, bei 10.000 sehen wir uns wieder. Markus, jetzt reicht's aber, der fünfte 100er von insgesamt 47. 100er habe ich davon alleine schon 5-mal Carpador. Weg, brauchen wir nicht mehr. Zweiter 100er, Robert, hier, Deoxys, Hundo, fertig. Zack, Tiso, danke nochmal, das war der dritte Raid, Shiny. Heute was Seltenes vor der Haustür, Galapafloss. Habt ihr schon ein Galapafloss? Es gibt schon so ewig, ich glaube die meisten wissen gar nicht, dass es dieses Pokémon gibt. Dann das King Malat, Chili Cherry Cola Bonbons, da brennen die Fresse, habe ich gehört. Finde ich sehr interessant, würde ich auch mal testen, ne? Heiko zeigt uns hier nochmal sein 100% Kaburiki. Ich glaube, das Bild habe ich am Anfang schon gehabt. Dadurch, weil ich ja immer das aus den Gruppen nehme und aber auch privat. Deswegen nehme ich nichts mehr aus den Gruppen. Nochmal an alle. Ich werde nur noch Sendungen, die mir privat geschickt werden, hier mit reinpacken. Nicht mehr selber gucken. Elke, Shiny Dusselgur, Shiny Litomyph, Shiny Ramses in der Normalform, Shiny Lumian in der Angriffsform, Lennart, Shiny Deoxys, Annika Vogt, also Zapdos Annika mit dem 100er Wing genau, weiblich sieht man am Lippenstift, Benjamin hat wieder mal ein Duo-Raid gemacht, gegen Deoxys in der Initiative-Form und als Belohnung das 100er bekommen. Benjamin hat ein Duo-Raid gemacht gegen Ho-Oh und nicht das 100er bekommen, das ist sehr gut. Thomas Speck hier auch mit dem 100er Deoxys in der Verteidigungsform. Evoli auf Level 50 gemaxt mit 100%. 100er Gehweier, 100er Schallquab, Schnitzelmann mit dem Shiny Bronze. Dann haben wir hier noch den Dustin. Der hat es in Instagram geschickt, wo ich eigentlich nichts annehme, aber weil der Name dran steht, kann ich es doch machen. Das den mit dem Shiny Vivien und dem Shiny 100% Hytera. Das müssten jetzt die Highlights gewesen sein und jetzt kommen wir noch zum Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal vom Rudi Rüsselix. Der hat nämlich einfach aus der Meisterforschung ein 100%iges Ho-Oh bekommen. Ein 100%iges Krypto Ho-Oh, ein 100%iges Apex Krypto Ho-Oh mit dieser heftig bösen krassen Aura, dieser heftig neuen krassen starken Attacke. Das wäre auf jeden Fall der Jackpot, da braucht man nicht sich überlegen, erlösen oder nicht erlösen oder sonst was, was machst du damit? Kryptos sind sowieso immer stärker, selbst ein 0er Krypto ist stärker als ein 100er normales, müsste man also sowieso ein Krypto nie erlösen. Aber ein 100er Krypto, das
zieht dir die Socken aus. Er war eigentlich nicht alleine, weil der Marco FedEx mir geschickt hat von meinem Kollegen Pascal. Der hat auch ein 100% Krypto Ho-Oh gehabt mit 16,55, aber weil das ja vom Kollegen über drei Ecken und hin und her ist, der einzig wahre Schocker der Woche aus der Community, auch wenn ihr sagt, Rudi Rüssel X habe ich noch nie gehört. Das 100% Apex Krypto Ho-Oh vom Rudi Rüssel X. Wie gut war euer, ne, schreibt's nett, schreibt's, wenn ich meins zeige. Und trotzdem Grüße auch an den Kollegen von Marco FedEx für das Gleiche hier. Das war's von meiner Seite aus. Ich mache jetzt hier Feierabend, guck mir noch ein bisschen Thomas seinen Stream an, während das hier exportiert. Heute Abend Raid Mania, mal gucken, ob wir auch was Gutes bekommen, ob ein Shiny dabei ist. Und ja, morgen dann Raids für Zuschauer mit dem Taburiki, heute für mich, morgen für euch. Freitag vielleicht wieder Wuffels Raids ein bisschen. Mal schauen, wie wir es machen. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.